Hallo, wir möchten eine neue Aktion der Krebshilfe Bad Dornberg vorstellen. Ich stehe jetzt hier mit Heiko und mit Ronny und wir haben uns in den letzten Monaten zusammengetan, um diese Aktion sowohl für den Sport als auch für die Gesundheit zusammen weiter voranzutreiben oder zu entwickeln. Und dazu wollen wir jetzt ein bisschen was erzählen. Wie sind wir dazu gekommen und wie soll das Ganze eigentlich ablaufen? Also ich bin Heiko vom WESP Trainingszentrum. Wir haben schon Tough Mudder mitgemacht. Das ist auch so eine Art Parcours über 20 Kilometer im Schlamm, verschiedene Hindernisse. Und kamen dann danach auf die Idee, am Tough Guy Race, eine etwas härtere Version eines solchen Rennens, teilzunehmen. Und damit das Ganze nicht zu einfach wird, weil es in England stattfindet, haben wir uns überlegt, dann mit dem Fahrrad hinzufahren. Und in Zusammenarbeit mit Ulf kamen wir dann auf die Idee, gleichermaßen was für die Krebshilfe Bad Dornberg zu tun, Sponsoren zu finden, Spender zu finden, die die ganze Aktion unterstützen und das Geld oder die Einnahmen oder die Sponsoring-Artikel dementsprechend dem Krebshilfeverein zugutekommen. Mein Name ist Ronny Patsch. Ich trainiere hier im WESP Trainingszentrum und habe schon letztes Jahr beim Tough Mudder am Lausitzring teilgenommen. Und drum bei der neuen Aktion bin ich dann auch gerne wieder mit dabei. Der aktuelle Stand ist zurzeit so: Die Unterkunftsplanung, die Streckenplanung ist abgeschlossen und wir sind gerade dabei, die Sponsoren zu finden. Wir haben die Flyer verteilt, die Leute fragen, und wie soll das ablaufen, wie kommt ihr dahin mit dem Fahrrad, Übernachtung, wo übernachtet ihr, wann geht's los? Das würde uns also helfen, wenn wir da ein bisschen Auskunft geben können, dass die Leute sich ein besseres Bild machen können und wir natürlich auch gucken können, können wir irgendwo unterstützen. Also wir starten am 23., das ist ein Freitag, 23. Januar und wollen am 1. Februar in Wolverhampton ankommen zum Tough Guy Race, weil dann startet das Rennen dort 11 Uhr mittags. Es sind 8 Etappen, glaube ich, insgesamt, 8 Übernachtungen sozusagen. In Hotels, in Motels, da kann der Ronny was dazu sagen, im Detail. Es sind zwischen 100 und 120 Kilometer pro Tag. Wir hoffen, dass wir gut durchkommen, je nachdem, wie das Wetter ist. Nicht vergessen, es ist Winter. Essen und Trinken wurden wir gefragt. Wir haben ein paar Äpfel mit dabei, ein paar Nüsse. Und wir denken, da wir nur durch zivilisiertes Gebiet fahren, auch unterwegs uns was kaufen zu können. Ansonsten, wenn wir nicht starken Wind, minus 20 Grad und Schneetreiben haben, sollten wir eigentlich da ganz, ganz gut durchkommen und auch nicht allzu viel zu essen benötigen. Insgesamt sind es reine Radstrecke, etwas über 1000 Kilometer insgesamt. Wir rechnen am Tag so mit 6-8 Stunden Fahrzeit, wenn alles glatt läuft. Ich denke mal, uns wird es nicht unbedingt das Wetter aufhalten, sondern eher irgendwelche Radpannen. Bis dato haben wir ein paar Sponsoren schon gefunden, die uns ein Equipment zur Verfügung gestellt haben. Unter anderem sind das Firmen aus der Region wie TMK Reisewelt, BAE Service, die bauen Toranlagen und Türen ein für Krankenhäuser, oder Serpai Autohandel, die Equipment wie die Bikes zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben. Wir haben auch einen Sponsor aus den USA, Mio Alpha, die stellen uns Herzfrequenzmesser zur Verfügung, weil wir die ganze Tour natürlich sportmedizinisch begleiten werden. Wir werden unterwegs Leistungswerte, Herzfrequenzwerte, Blutwerte, alles analysieren und auswerten, weil wir im März eine App für Smartphones rausbringen für die Trainingssteuerung. Das soll auch mit einem Aufhänger sein, um das zu überprüfen, die ganze Geschichte. Wichtig ist, das ganze Equipment werden wir im Anschluss an die Tour versteigern und dass die ganzen Erlöse kommen dann dem Verein der Krebshilfe zugute. Und wir rufen auch jetzt immer noch Spender auf, für jeden Kilometer 10 Euro zu spenden, damit hier einiges in der Region Gutes getan werden kann. Wir starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Der Heiko und der Daniel, die werden nicht einmal auf den Rad probieren zu fahren, sondern sie starten aus der Kalten, hier am 23. Es geht dann die erste Station über Nordhausen, dann Richtung Göttingen, Richtung Nimwegen bis nach Rotterdam. In Rotterdam werden wir dann über Nacht mit der Fähre nach Hull fahren und dort am nächsten Tag dann früh ankommen, und dann geht es dann über Nottingham, Wolverhampton, dann bis zu dem Tough Guy Race. Das ist so ungefähr 60, 70 Kilometer von Wolverhampton entfernt. Also die Tagesetappen sind ungefähr zwischen 100 und 120 Kilometer. Ich glaube, die längste Etappe in England sind 148 Kilometer an einem Tag.
Ja, das ist so, sage ich mal, die grobe Planung. Unterkünfte sind gebucht und wir werden dann sehen, ob wir dann in unserer vorgegebenen Zeit dann im Hellen noch ankommen. Also ich habe jetzt verstanden, dass ihr das ja aus der Kalten macht. Nur einer von euch dreien fährt vorher Rad, die anderen zwei machen das so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr völlig unvorbereitet dort startet. Aus der Kalten ist natürlich etwas untertrieben. Wir trainieren dafür intensiv insofern, dass wir hier regelmäßig trainieren, wie alle Leute hier im Trainingszentrum. Das bedeutet, wir machen funktionelles Training, wir machen Crossfit-Training, olympisches Gewichtheben, wir laufen. Es ist aber quasi eine Mischung aus Krafttraining, Ausdauertraining, was, wenn man das richtig gestaltet, trainingswissenschaftlich korrekt gestaltet, dementsprechend auf viele Sachen auch auf so eine Radtour vorbereitet. Da brauchen wir jetzt kein spezielles Radtraining. Der Meinung bin ich zumindest. Und ob das dann so sein wird und wie wir uns fühlen, das stellen wir dann fest, wenn wir die Herzfrequenz, Leistungs- und Blutwerte auf der Tour überprüfen, beziehungsweise ob Ronny sich besser fühlt auf dem Rad als Daniel und ich. Wir als Krebshilfe bewegen uns hier auf ganz neuem Terrain. Bisher haben wir immer eigene Benefizveranstaltungen gemacht, um Spenden zu akquirieren, hauptsächlich hier regional. Jetzt die Zusammenarbeit mit dem Studio hier ist eigentlich ein Versuch oder ein Beginn, über neue Wege mehr Mittel für gemeinnützige Zwecke zu akquirieren. Das heißt, wir hoffen eigentlich durch die Kombination aus Sport und Krebshilfe, wo ja auch beides in Richtung Gesundheit geht letztendlich, mehr Leute zu finden, die das durch organisatorisch, durch finanzielle Mittel unterstützen. Also dann denkt dran, macht's wie wir, unterstützt den Verein. Sponsoring ist willkommen, aber noch willkommener sind Spendengelder ab 10 Euro pro Kilometer. Wir sind nicht böse über größere Summen, also überweist sie bitte direkt an den Krebshilfeverein. Alle Leute, die an den Krebshilfeverein rantreten, und das sind schon einige, sind dankbar, wenn da eine adäquate Hilfe stattfinden könnte. Also spendet!